Szene 11. Spiel ist Maurice. And we have arrived. But I have to get back to my eyelid exercise. Faster. Chicken. Faster. How am I supposed to move this piano? Oh, ich krieg das hin. So, willkommen zurück bei Ghost Giant. So, wir nehmen das Klavier. Und geben es Maurice. You should probably move the piano. Because it would crush me. Das alte kann weg. Und das neue kann rein. What are you doing here? I need your help. You do? I'm supposed to compose a song for Monsieur Debussy, and I can't do it on my own. I'm sorry. I can't help you. My piano... Maybe you should have a look at it again. What? Am I still sleeping? I got you a new one. What? How? Why? It was all my fault. Louis. If I hadn't skipped the recital... But you didn't smash my piano. I did. Anyway, it was lying around, and I thought you'd put it to good use. Lying around where? How did you even get it here? It's kind of a long story, and I don't have a lot of time, but I'll tell you everything later. You promise? Promise. Here, have a look. Perhaps something like this. Wunderschön. Sterne. What was that? That was beautiful. Monsieur Debussy will be so pleased. Louis, will you take lessons with me again? It's not the same without you. I miss you. I miss you too. It's just that... What? I've got to help Mom. She's a musician too. She'll understand. But lessons cost money, and that's kind of a problem at the moment. Louis... Are you okay? It's Mom. She... What on earth? Is that a piano I hear? Bonsoir, Louis. Bonsoir, Monsieur Tu. How is your mother? She's fine. Really? I talked to Monsieur Tulip and... Oh, the sprained ankle. Yes, but she's much better now. I could drive you home and have a look at it. No! Well, there's no need to be rude. I'm sorry. Thank you for your kind offer, monsieur. I have to go. Madame Lefebvre is waiting for me. But I just saw her, and... I better hurry. Au revoir. Louis! No, 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 no! No! This is not happening! Is that boy Maurice? Would you please
explain how that piano got here? You have to hurry. The store's about to close. Monsieur Debussy, I found the music for you. Really? Louis, the muses have smiled upon you. Actually, I got some help from Maurice. This is astonishing! C'est beau! The cello bow, monsieur? S'il vous plaît. Of course. Here you are. Thank you, Louis. Thank you for the music. Jetzt klaut einfach das Stück. Ja, bin noch ein Windrädchen. Oh, it's so late. And I have so much to do. Let's hurry home. Okay, los geht's. Beziehungsweise, gibt's hier noch was zu sammeln? Nö, das war's schon. Ja, dann weiter geht's. Das war ein kurzes Kapitel. Ich denke, langsam nähern wir uns auch dem Ende. Szene 12. Die Überraschung. You're doing fine, Louis. You can finish this. Don't give up. You're doing so well. You got the cello bow. You practiced all night. And now, all you need to do is hang up the party lights and bake the apple pie. Piece of cake. Kriegen wir hin. There, flour. Now, I need apples, honey, butter. Oh, ist sehr müde. Okay, wir machen das für dich. So, was haben wir denn hier? Ah, so ein Deckel. Äpfel. Äpfel kriegen wir hin. Zack. Noch mehr? Zack. Ein paar Apfelstücke rein da. Wer ist denn da drin? Was ist das? Ein Hut? So, da muss... Ach so, hier. Kriege ich aber nicht. Kriege ich nicht. Okay, ich schmeiß hier noch ein paar Äpfel rein. So. I think you're looking for something. And, was haben wir hier denn noch? I think I'm stuck under it. Huch, Hühner! Ja, Eier brauchen wir, ne? Und Milch. Butter. Oder Butter, stimmt. Hier die Milch rein. So. Brauchen wir irgendwas zum Stampfen? Da. So, lecker Butter. Perfekt. Butter haben wir. Down here. So, Honig brauchen wir auch noch. On top of me. My leg. Oh, ist das ein Windrad? Ja, aber nicht als Windrad, sondern für hier irgendwie. Okay, ah, guck mal hier oben. Da ist aber noch nichts drin. Ah, da oben, da müssen wir noch was machen. Warte mal, hier. So, komm her. Perfekt, wo gehe ich mit dem hin? Hier? So, jetzt brauchen wir noch so einen Haken irgendwie, ne? Was ist los, ihr Hühner? Ah, hier ist ein Windrad. Perfekt. Okay. Der Kill ist noch zu früh. No, that won't work.
Ah, guck mal hier. Gefunden. Oh, sehr schön. Ah, hier ist der Haken. So. Mist, jetzt kann ich das nicht drehen. Warte kurz. Hier ist das ganze Zeug im Weg, Mist. Das ist jetzt blöd. Ich kann mich auch nicht weiter drehen, ne? Ja, hier ist halt genau eine Wand quasi. Das ist jetzt doof. Versuch's irgendwie. So, es geht. Es ist mühsam, aber es sollte gehen. Na, ich muss das ein bisschen... Warte kurz. So, jetzt müsste es gehen. Da war halt... noch ein paar Bücher. So. Aha. Die Lichterkette. Krieg mal dran. Ja, steckt fest. So. Okay. Wir brauchen noch Eier, ne? Gib mal ein Ei hier. Danke. Du, gib auch mal ein Ei. Hey, komm zurück. Komm her. Huch, das Ei ist einfach weggeflogen. Hey, ich brauch doch das Ei. Krieg ich das? Nee. Och, kommt schon. So, jetzt aber komm. Die Eier liegen so blöd. Ich komm da nicht hin. Da bin ich. Da sitze ich auf dem Stuhl. So, das kriege ich jetzt aber. Nein! Ei! Wo willst du hin? Och, das gibt's doch nicht. Gib mir diese blöden Eier. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich eins. So, noch ein Ei, komm. Hab dich. Nein, ich hab dich doch gehabt. So, das waren die Eier. Jetzt brauchen wir noch... Oh, den Honig da oben. Habe ich gar nicht gesehen vorhin. Ja, mit dem Honig. Hallo? Scheint nicht zugehen. Ich will Honig. Brauchen wir irgendwie Bienen? Diese Leitern hier hoch, ne? Auch sehr interessant. Achso. Oh! Jetzt aber, komm. Okay. Wunderbar. Das war's. Apple. Pie? What's this? Am I dreaming? Oh, Ghost Giant! Thank you! Kein Problem. Now let's stir the batter and let it bake. Okay, mit was denn am besten? Mit dem? Geht nicht so ganz. Oder einfach hier. Ja. Now we have to mix it. Okay. Great. Ready to bake. Put the lid on and let the portable pie stove 3000 work its magic. Zack. Oh, das geht aber schnell. Now, all we need is some decorations. Where did Mom put the party lights? We need more lights. Hab ich schon. Hier. Ach so, jetzt hier. Eins. Zack. Zu zwei. Zu drei. Vier. But we need some more bulbs. Noch mehr? Reicht das nicht? I'm sure you can fix the party lights. Ach so. Have a look around. Ach so, hier fehlen noch welche. Da ist was? Nee.
Sehe gerade nicht viel, Louis. Lightbulbs. There should be some lying around here somewhere. Also die Bowlingkugel geht schon mal nicht. Wo könnten denn noch welche sein? Da unten vielleicht nochmal? Glaubt zwar nicht, oder? We need more lights. Nö. Aber hier vielleicht das? Ja, das zählt. Okay. Hier ist das Cello. Oh, okay. Lichter. Da müsste das hier aber auch zählen. Ja, es zählt doch. Wo kommt das hin? Okay, letzte Glühbirne. Hier natürlich. Yay! Pretty light! Now, where did I put the cello? Hier hinten. Let's see. Try again, Louis. From the top. Oh je. I could do it before. I can't. It's no use. Stupid. Alles okay? Hier, nimm. This was a stupid idea anyway. Vielleicht kann ich ja spielen. Na, wie klingt das? Be quiet, Louis. I can't take this right now. I'm sorry. But, Mama? Oh je. Mama. Hat nicht funktioniert. I just wanted to make you feel better. Hey, Kleiner. I don't know what to do. I don't know what to do. Mama, please, I don't know what to do. Oh. Oh, jetzt sind wir klitzeklein. Louis? Madame Lefebvre, Monsieur Tou? What are you doing here? We're worried about you. And we're worried about your mother. She's fine. She... I'm just going to check on her. No! No! I won't let you! Louis, let go of my arm. Please! Please don't take her away! I can look after her! I'll do better! Please don't take her away! I'll be right back. She'll be okay. You'll be okay. Oje, oje, der arme kleine Louis. Szene 13. Zu Hause. Monate später. Surrender, evil pirate king! Surrender now! Never! Never!
unicorn's eye will be mine, and the seven seas my dominion! I forgot. Is the unicorn's eye actually an eye? No, it's a gem, silly. Like a large blue stone. What if it were an eye, though? Lead the unicorn! Swallow it whole, Munch Munch! That's disgusting, evil pirate king! You should at least cook it first! Ha! Ha ha! Ho! You can't chase me forever, feeble pirate hunter! I can do, because of my enchanted ship! Remember? Well, I've got okay, die beiden geht's anscheinend ziemlich gut. Aber was ist mit der Mutter? I don't think the evil pirate king says yee-haw. I will outride you! Much better. Ah. I have to leave soon. Gotta check on that pumpkin patch. Make sure my little darlings are growing. Set on winning the championship this year? I've got a real contender. She's already as big as Louie. Let's go outside. Louie seems happy, doesn't he? Yes. He does. I can't believe I put him through all that. You were sick, and Louis knows that. Monsieur Tu explained it to him. I know, it's just... it's hard. I get that. Let's finish that chapter now. Something was wrong. He could sense it. An unmistakable smell. Commissaire Migraine stopped dead in his tracks. It smelled like blue cheese. Not just any kind. Rook 4. That's what I call a cliffhanger. Chilling. I won't be able to sleep tonight. Woo! You know what? Your pumpkins can wait. Let's just sit here a while. Enjoy the sun. Oh, Pauline. You're right. Let's enjoy the moment. To me, bring back, oh, bring back my bonnet to me, oh, bring back my bonnet to me, oh, my, hold your horses, oh, bring back my bonnet to me. Ah, das war's wohl schon in diesem Kapitel. Wir haben alles eingesammelt, na gut. Und die Mutter litt wahrscheinlich wirklich unter schweren Depressionen. Und jetzt mal gucken, ob hier noch etwas kommt oder ob es das langsam war. Na, noch nicht ganz. Oh, das Baumhaus ist wieder aufgebaut. Und wir sind wieder da, wo unsere ganze Geschichte begonnen hat. Wahrscheinlich sind die beiden im Baumhaus. Ich denke, da das der finale Part wird, wird der jetzt auch ein bisschen länger. So, da kann ich aber nichts machen. Achso, hier. So. Hey, wait! Ghost Giant! Wait! Where are you going? What are you doing here? Why did you take off? Tja, mein kleiner Freund. Are you leaving? Ich muss leider gehen, ja. Do you have to? Ja, leider. Oh. Ich werde dich vermissen. I'm going to miss you. Ja. Louis, you gotta look at this caterpillar. It's huge. Oh. What? Hallo. You can see it. Uh-huh. Now you believe me? Uh-huh. We had a lot of fun, didn't we? I guess I'll never ride a cloud again. Thank you for everything. Es war die beste Zeit meines Lebens, kleiner Freund. Und ich hoffe, es wird dir gut gehen. Mach's gut.
Are you okay? Yeah. Actually, I feel great. Ja, und das war es mit Ghost Giant. Was für ein wunderschönes Spiel. Es hat mir richtig gut gefallen und ich hoffe auch, euch hat es gut gefallen. Auch wenn ihr das Ganze hier nicht ganz nachvollziehen könnt, es spielt sich halt einfach nochmal so anders in VR. Also jeder, der eine PlayStation VR hat, sollte sich unbedingt dieses Spiel kaufen, es selber spielen. Es macht unglaublich viel Spaß, es ist abwechslungsreich, die Charaktere sind so toll und diese ganzen Umgebungen hier in Virtual Reality zu sehen, das ist einfach nur toll. Es ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Als ich den ersten Trailer hier gesehen habe, hat mich das direkt angesprochen und es hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Also es ist so ein tolles Spiel und es hat auch ein interessantes Thema am Ende gehabt und ja, das ist wirklich, also ich kann es nur jedem empfehlen. Die Musik war auch super, sie war meistens sehr dezent und ja, es gibt da auch noch diese kleinen Sammelaufgaben, die mochte ich eigentlich auch. Da wird man auch ein bisschen animiert, die Levels mehr zu erkunden und ich habe den kleinen Kerl wirklich lieb gewonnen. Er ist toll. Louis ist ein toller Charakter gewesen. Tolle Synchro auch. Hat mich überhaupt nicht gestört, dass es jetzt hier keine deutsche Synchro gab. Die englische war wirklich sehr, sehr gut. Hat mich direkt angesprochen. Ja, also, was sage ich hier? Es ist schwer jetzt das Spiel zu bewerten. Es ist natürlich ein kleines Spiel. Es ist kein AAA-Titel oder so. Aber ich gebe dem Spiel eine 92, es ist wirklich toll, es ist ein tolles VR-Erlebnis. Der Preis ist vielleicht je nachdem ein bisschen hoch, wobei, ja, man hat schon seinen Spaß und so 4 Stunden kann man schon damit verbringen, wenn man alles hier sucht. Deshalb geht das eigentlich doch voll in Ordnung, so 30 Euro und ich hoffe, es kommt einfach mehr von diesem Entwickler, aber eigentlich habe ich sonst nicht viel zu meckern. Es lässt sich wahrscheinlich ein bisschen besser spielen, wenn man ein bisschen mehr Platz hat, ein bisschen weiter vom Fernseher weg sitzt oder von der Kamera. Vielleicht läuft es auch nochmal besser mit der neueren PlayStation VR-Kamera, ich weiß es nicht so genau. Aber ansonsten hat das hier eigentlich wunderbar funktioniert. Es waren keine super schweren Rätsel da, nur bei der Rakete hing ich so ein bisschen fest, weil ich dieses Feuer nicht gefunden habe. Aber ansonsten ging das eigentlich sehr, sehr gut. Es gab kleine, nette Nebengeschichten. Ich kann wirklich eigentlich nicht meckern. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch hier diese ganze Aufmachung, dass es teilweise wie ein Theater gehandhabt wird, hat mir auch gut gefallen. Mit so kleinen Bühnen und so, dass man die Häuser drehen konnte, reinblicken konnte. Also wenn man hier steht und noch mehr Platz hat, dann kann man sich da noch viel, viel besser umgucken. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Schon dieses Menü am Anfang mit der kleinen Theaterbühne und so, ich finde das so schön gemacht, ne? Hier die Fotos, die kann ich auch wieder nehmen, die können wir uns genauer noch angucken. Ach cool. Ja, diese Truppe hier, ja, mit ihrer Kunst, sehr gut. Aber dann gucken wir uns noch die Fotos zusammen an. Also, ich hoffe, man hört es ein bisschen raus, aber ich bin wirklich begeistert. Also, genau wegen sowas habe ich mir damals PlayStation VR gekauft. Es sind tolle Erfahrungen, die man hier machen kann. Der Typ wurde endlich verhaftet. Na, er hat alles gestanden anscheinend. Oh Mann. Ja, auch ein cooler Charakter, dass der immer wieder auftaucht irgendwie. Sehr witzig gemacht. Und auch die Locations und so waren abwechslungsreich und es wurde nie langweilig. Es ist, war eigentlich alles immer so eine perfekte Länge. Die Geisterfotografin und hier der Vogel mit seinem Hut. Hier ist unser Geist, den wir gespielt haben. Sehr schön. Gucken, was als nächstes kommt. Bin schon ganz gespannt. Ist blöd, haben wir uns die Fotos vorher jetzt nicht genauer angeguckt. Kommt da noch was? Komm schon, komm. Ich will noch ein Foto sehen. Es macht einem einfach Spaß, hier irgendwie so, yeah, auf Dinge zu zeigen. Da ist noch ein Foto. Hier kommt es. Was haben wir denn hier? Ah ja, das war die Künstlerin. Die zeichnet jetzt Burger und Muffins. Und hier Riesentaco. Aber nichts kommt natürlich ran an unser Hotdog-Bild.
Das war natürlich große Klasse. Sehr schön. Auch hier, das ist schön gemacht noch mit den Bildern. Gefällt mir gut. Was haben wir hier? Oh, komm her. So. Mhm. Der spielt sein neues Stück wahrscheinlich. Aha. Hier ein Backwettbewerb. Okay. Haben wir die gesehen? Die kommt mir jetzt gar nicht so bekannt vor, aber okay. Sehr schön. Da fliegt es nochmal an uns vorbei. Und gleich verpufft es. Zack, da ist es weg. Oh, und sie tritt wieder auf. Das ist ja schön. Sie tritt wieder auf. Und spielt wieder. Damit ist wohl bestätigt, dass es ihr deutlich, deutlich besser geht. Danke, dass du Ghost Giant gespielt hast. Vielen Dank an alle, die hier zugeguckt haben. Bitte unterstützt diese Entwickler. Es ist so ein tolles Spiel. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich ins Hauptmenü zurück, oder? Oder kommt hier noch was? Ich denke aber nicht. Nee, Epilog. Gut, ich will mal gucken, haben wir jetzt eigentlich alles eingesammelt? Hier haben wir... Hier auch. Ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir sollten eigentlich alles haben. Das haben wir auch. Jupp. Hier einfach diese ganzen kleinen Bühnen. Ich finde das so toll gemacht. Ne? Das sieht so toll aus. Mhm. Ich glaube, wir haben alles, weil hier am Anfang gab es, glaube ich, nichts. Ja. Dann war es das mit dem Let's Play zu Ghost Giant. Ich sag's nochmal. Bitte, bitte, wer eine PlayStation VR hat, kauft sich doch bitte dieses Spiel, unterstützt die Entwickler, hat eine gute Zeit damit und erlebt einfach mal selbst, wie das hier ist, weil das ist einfach, das ist so toll gemacht. Da ist nochmal, ah, jetzt wissen wir auch, wer das ist, ne, die Frau auf dem Schrottplatz. Also es ist wirklich fantastisch gemacht, es macht einfach großen, großen Spaß und ich bin sehr gespannt, ob von denen wieder mal was kommen wird. Ja, nochmal vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Mal sehen, was das sein wird. Bis dann. Tschüss.